Herzlich willkommen zu unserer Reihe 30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern. Ich nehme Sie mit auf eine Zeitreise durch die prägendsten Ereignisse der jüngsten Geschichte unseres Bundeslandes. Sie begegnen sowjetischen Soldaten oder erinnern sich vielleicht an die Landesgründung oder den Umbau des Mediensystems. Mein Name ist Christoph Hunicke und ich begleite Sie durch die unterschiedlichsten Kapitel jüngster Zeitgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Bereits nach der Landtagswahl des Jahres 1994 waren Mecklenburg-Vorpommern eine rot-rote Koalition möglich. Die SPD begann sogar Sondierungsgespräche mit der PDS, ob um Druck auf die andere mögliche Koalitionspartei CDU auszuüben oder um tatsächlich eine rot-rote Koalition zu bilden, sei dahingestellt. Tatsächlich war 4 Jahre nach deutschen Einheit, das gesellschaftliche Klima noch nicht so weit, eine rot-rote Koalition zu bilden. Sogar SPD-Bundesparteichef Rudolf Scharping tat vieles, um eine rot-rote Koalition in Mecklenburg-Vorpommern zu verhindern. Andere prominente Sozialdemokraten wie Egon Bahr unterstützten die Idee einer rot-roten Koalition und konnten sich sogar PDS-Landesminister vorstellen. Innerparteilich in seinem Landesverband erhielt Harald Ringsdorf Unterstützung für seine rot-rote Idee vom Warener Kreis, der sich hier in Waren bildete und hier auch regelmäßig tagte. Der andere Kreis innerhalb des SPD-Landesverbandes, der gegen rot-rot war, war der Güstrower Kreis, der sich regelmäßig in Güstrow traf. Letztendlich kam es im Jahr 1994 zu keiner rot-roten Koalition in Mecklenburg-Vorpommern, sondern zu einer zwischen CDU und SPD. Parallel zu diesen Entwicklungen Mecklenburg-Vorpommern bildete Reinhard Höppner in Sachsen-Anhalt eine rot-grüne Minderheitsregierung, die er von der PDS-Landtagsfraktion tolerieren ließ. Ein erster Schritt hin zu möglichen rot-roten Koalitionen. Die Wahl Oskar Lafontaines zum SPD-Bundesvorsitzenden im Jahr 1995 erhöhte die Chancen für Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern enorm. Nur wenige Tage nach Lafontaine traf auch SPD-Landesvorsitzender Harald Ringsdorf hier am Rande Schwerins in einem Hotel am 14. Dezember 1995 den Vorsitzenden der PDS-Bundestagsgruppe Gregor Gysi und den PDS-Landesvorsitzenden Helmut Holter. Bei mecklenburgischer Kartoffelsuppe war man sich in vielen Fragen einig. Dissens herrschte aber in Fragen wie dem Ausbau der R20 fort. Das Jahr 1996 dynamisierte die Verhältnisse enorm. Aus der Werftenkrise des Frühjahrs wurde eine Regierungskrise zwischen CDU und SPD, in deren Folge Harald Ringsdorf das Amt des Wirtschaftsministers verließ und an die Spitze der SPD-Landtagsfraktion zurückkehrte. Innerparteilich war er geschwächt wie nie, aber durch den immer tieferen Graben zwischen CDU und SPD stiegen die Chancen für Rot-Rot in Mecklenburg-Vorpommern. Aber noch waren die Auseinandersetzungen innerhalb der SPD, auch dem SPD-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, über eine Kooperation bzw. sogar Koalition mit der PDS nicht ausgefochten. Diese beizulegen, wurde für Ende November 1996 ein SPD-Parteitag hier nach Kühlungsborn unter dem Motto »Besinnt euch auf eure Kraft« einberufen. In seiner Rede setzte sich Harald Ringsdorf einerseits mit seiner Rolle innerhalb der Werften- und Koalitionskrise auseinander. Andererseits wiederholte er seine Position in Bezug auf eine Annäherung an die PDS. Diesem Kurz setzten seine innerparteilichen Gegner, die sich um Rolf Eggert scharten, nicht mehr so viel entgegen wie in den Monaten zuvor, sodass der Parteitag letztendlich beschloss, nach der nächsten Landtagswahl, wenn möglich und nötig, auch mit der PDS Koalitionsgespräche zu führen. Als einziges Bundesland wählte Mecklenburg-Vorpommern am 27. September 1998 gleichzeitig Bundestag und Landtag. Neben dem Wahlsieg von Rot-Grün im Bund ging der Sieg der SPD in Mecklenburg-Vorpommern etwas unter. Die SPD gewann hier mit etwas über 34%, vor der CDU mit etwas über 30% und der PDS mit etwas über 24%. Die anschließenden Koalitionsverhandlungen zwischen PDS und SPD kritisierten der politische Gegner und Teile der Medien scharf, während von der SPD-Bundesspitze um Gerhard Schröder mehrheitlich Wohlwollen signalisiert wurde. Die Koalitionsverhandlungen wurden zügig zu Ende geführt. Man einigte sich auch auf den umstrittenen Ausbau der A20. Am 3. November 1998 wurde Harald Ringsdorf zum ersten Ministerpräsidenten einer rot-roten Koalition auf Landesebene gewählt. 39 von 71 Abgeordneten wählten ihn, 8 Stimmen aus dem rot-roten Koalitionslager fehlten ihm. Am 2. Dezember 1998 gab Ringsdorf als Ministerpräsident seine erste Regierungserklärung. Er stellte fest, dass die rot-rote Koalition keine nachträgliche Legitimierung der DDR wäre. Die gespaltene Gesellschaft müsse aber zusammengeführt werden. Insgesamt
regierte die rot-rote Koalition 8 Jahre bis zur Landtagswahl 2006. Im Jahr 2002 wurde sie wiedergewählt. Sie regierte ohne die von Skeptikern vorhergesagten demokratischen Abbrüche und Abstürze. Heutzutage sind rot-rote Koalitionen auf Landesebene eine, wenn auch umstrittene, Normalität. Die rot-rote Koalition des Jahres 1998 in Mecklenburg-Vorpommern hat ihnen den Weg geebnet.